Einen wunderschönen guten Tag, damit recht herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge vom Let's Play OMSI 2, der Omnibus Simulator. Für uns geht's heute in Rheinhausen. Ja, schlechte Moderation. Naja, ich werde beim Standard bleiben. Ne? Heute befinden wir uns auf der Karte Rheinhausen und fahren mit einem MAN SD200. Genau, mit dem SD84 ein kleines Rundchen Stadtrundfahrt. So, ne, das ist die Emulation, die wir brauchen. Und zwar, genau, gibt es eben eine Mod, die eben ein kleines Stadtrundpferdchen in Rheinhausen anbietet. Und genau, das fahren wir heute. Ich habe mir gedacht, wir haben auch hier wunderschön einen Bus, der in einigermaßen passendes Repaint hat. Das haben sie jetzt halt eben aus Berlin übernommen, aber das sollte in Ordnung sein. Genau, das fahren wir heute. Dafür stehen wir hier am Hauptbahnhof und für uns geht es dann quasi durch die Innenstadt zum Bertramdamm, wie ich das gesehen habe. So. Ach ja, guck mal wieder, der gute alte SD84. Genau. Man sieht ja ganz gut hier, genau, das im Dashboard, was eben, genau, ab dem, das ist 83er, glaube ich, verbaut wurde. Genau. Und da kam ja dann später, glaube ich, nochmal einer mit dem D86. Aber ach ja, die guten alten Standard. OMSI mit gelieferten Busse. Schön. So, ich glaube, es war Ziel 30, habe ich mir vorher schon mal angeschaut. Bertramdamm. Bertramdamm Stadtrundfahrt. Genau, das machen wir heute. So, ich kann da nicht viel erzählen, weil ich kenne mich hier nicht aus, aber naja. Wird ja keinen stören, oder? Achso, zählt noch ein bisschen Druck. Gut. Ja, dann kann man nichts machen. Also, genau, die Route, dafür gibt es leider auch keine Hilfspfeile. Ich habe mir deswegen einmal vorher die Route mal ganz kurz angeschaut mit den Haltestellen. Sollte aber, denke ich, machbar sein. Und am Bertramdamm besteht ein Übergang zur Stadtbahn, wie ich gesehen habe. So, jetzt schauen wir mal, ob und wer denn da mit möchte. Haben wir denn jetzt mittlerweile ein bisschen... Oder ist die... Ah, oh. Ja, wir müssen Druckluft aufbauen. Nein, das war eigentlich nur die Haltestellenbremse. Ja, man sollte nicht meinen, dass ich schon so viele OMSI-Folgen habe, ne? Das ist... Boah, guck mal, richtig Stadtrundfahrt hier, geht richtig ab. Richtig viele Leute hier. Aber zumindest ist es ein einigermaßen passender Bus, hätte ich gesagt. Komm, wir zweite Tür machen wir noch auf. Ja, komm, da müssen wir nicht so streiten hier. Guten Tag. So, Abfahrt wäre um ganz. Das ist tatsächlich noch ein bisschen. Aber was will man eigentlich hier rumstehen? Das macht auch eigentlich, würde ich sagen, relativ wenig Sinn. Ich finde das Repaint übrigens cool. Also das war so ein bisschen auch die Motivation, das hier zu fahren. Wie gesagt, Pass kommt tatsächlich irgendwie aus Berlin, aber ja, finde ich ein cooles Ding. Deswegen fahren wir das heute. Also was sagt denn jetzt die Uhrzeit? 59, ach komm. Wenn wir schon um 1 Uhr an der nächsten Haltestelle sein müssen, dann können wir mal ganz gemütlich Abfahrt machen. Dann sehen wir auch ein bisschen mehr. So, dann fahren wir auch lieber ein kleines Ticken gemütlicher, schwör. Fahren wir lieber ein kleines Ticken gemütlicher, wie es eben für eine Stadtrundfahrt so gedacht ist. Vielleicht können wir sogar eine echte Stadtrundfahrt machen. So hier einmal von hier oben, zumindest teilweise würde ich sagen. Da wo man jetzt nicht so viel Gegenverkehr und Ähnliches haben, können wir das, glaube ich, machen. So, gucken sollte ich, genau, wollte gerade sagen, trotzdem vielleicht. So. Oh, richtig Stadtrundfahrt hier oben. Wunderbar. Hält er da an? Ja, kommen wir da vorbei? Ich vermute mal ja, oder? Oder wollen wir ihm hinterher gurken? So, sehr geehrte Gäste, herzlich willkommen auf unserer Stadtrundfahrt durch das Herz Rheinhausens. Vor uns sehen Sie einen C2Ü der Linie 51 nach Herrenholz. Jo, den Fahrer kenne ich auch ganz gut. Ne, keine Ahnung. Ich wüsste auch nicht, was ich erzählen soll. Von daher. Nächster halt auf jeden Fall Plankenhof. So, müsste mal hier. Ja, müsste aber passen, solange der jetzt auch wartet. Ja, wunderbar. Guck mal, da passt doch. So, jetzt schauen wir, ob und wer denn da mit möchte. Ja, es ist schon ganz cool, hier oben zu fahren. Also, jetzt als Fahrgast natürlich sowieso. So. Machen wir mal auf damit, ne? Oh, jetzt fährt er schon los. Nein, wir müssen noch den Hallo. Kollegen hinterherfahren. Hallo. 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 Wir sind offiziell die 100, ne?
Genau, wir fahren auch Bertram dann. So. Ach, wollen die auch noch mit? Ach komm. Sind wir mal nicht so. Oder wollen die jetzt zum Kollegen? Hallo. Ah, ne, komm, die wollen mit. So. Passt ja alles, ne? Alles gar kein Problem. So, herzlich willkommen als zugeschiedenen Fahrgast auf unserer Stadtrundfahrt zum Bertram. Da wünsche ich Ihnen eine angenehme Reise. Jo, hier sehen Sie die Fußgängerzone von Rheinhausen. Die Linie 51 zweigt jetzt an dieser Stelle hier links ab. Hier treffen sich einige Linien. Hier ist auch, glaube ich, das RVB-Kundenzentrum oder sowas. Genau. Vom Linkgang können Sie sich jetzt von unserem Bus verabschieden. Also von unserem anderen Kollegen. Für uns geht es jetzt einmal hier rum. Ja, es ist schon cool. So, jetzt sieht man natürlich leider nichts, aber hey. Oh, ein paar Leute fahren mit tatsächlich. Also schon mal nicht schlecht. So. Hallo. Einen schönen guten Tag. Hallo. Einfach mal auf Verdacht hin, dass die alle drin sind, ne? So, aber es sind schön, schau mal, das sind nicht die Kunstledersitze. Ach, guck mal, ja, die hat sich auch gleich schon den Mann hier auch. Oh, nee, ist er. Ach, guck mal, da setzt sich. Ach, da sitzen sie. Da haben sie alle schon den besten Platz gesichert. Hier ist leider schon belegt. Hier sitze ich halt leider. Ja. Kennt ihr das? Das habe ich schon mal euch mal erzählt. Kennt ihr das von Mr. Bean, wo er oben auf seinem Auto drauf sitzt und von da steuert? So ungefähr fühle ich mich jetzt gerade. Und keine Angst, später, wenn wir auf die Straße kommen, da fahren wir dann tatsächlich vom Führerschein aus, weil ich auch ganz gerne mal das Dashboard wiedersehen würde von dem Bus hier. Von daher, ich habe auch ein Interesse daran, dass wir da mal da fahren. So, das könnte ein bisschen. Ui, guck mal. So, sehen Sie ein paar Kollegen. Wir sind übrigens auch der einzige Bus auf diesem Umlauf, das heißt, es gibt nur diese eine Stadtrundfahrt, die dann einmal die ja, Innenstadt unsicher macht. Ja, Aquila brauchen wir da nicht. So, wenn ich immer das Opernhaus oder sowas hier, ich kann mich absolut nicht mehr erinnern, das tut mir echt leid. Ich will auch gar keiner mit, aber halt trotzdem mal ankommen. So, Fabianshof, okay, dankeschön. So, nicht, dass wir noch irgendwelche Leute irgendwie, ist das so Hop-on, Hop-off-Dingens da, da können die Leute immer ein- und aussteigen, wo sie wollen. Rechts hier im Asia-Bistro, goldene Drachen, kann natürlich auch gut und gerne mal einkehren. Aber da könnte man jetzt ja irgendwie so Geschäft draus machen, ne? So als Stadtrundfahrt die Leute in irgendeinen bestimmten Laden locken und dafür dann Provision kassieren. Ja, das wäre, glaube ich, ein bisschen assi. So, dann kommt da, glaube ich, hier vorne der Bettelmarkt und dann haben wir so ziemlich unsere Fahrt hier in der Innenstadtbereich Schwör. Ein bisschen hinter uns gelassen. Mal ein bisschen gucken, dass wir irgendwo anecken. Ach, schön. Ja, ist schon echt gemütlich, muss ich sagen. Ich müsste mal schauen, ob man das vielleicht auch so aus KI-Bus-Perspektive mal irgendwie, also ist nicht für eine normale Folge, sondern mal irgendwie vielleicht für Silvester-Special oder sowas, mal irgendwie so eine Mitfahrt, das finde ich schon tatsächlich ganz entspannt. So. Genau, der Battlemarkt. Ach komm, wir müssen gerne mit aussteigen. Okay, dann geht's für uns jetzt einmal wieder hier, wir machen Trip, Trap, Trip, Trap nach unten. So, Trip, Trap, Trip, Trap nach vorne. So, zack, hier, jetzt sitzen wir da. Ach komm, sogar mit Uniform, nicht schlecht. So, zugelassen für 1 Fahrpersonal. Okay. Ja gut, das haben wir die Ampelphase halt irgendwie verpostet. Da konnte ich auch nichts machen. Was sagt denn der Uhrzeit, du? Okay. So, der Bettelmarkt. 15:04 Uhr. Ja, da passt er einigermaßen. So. Aber jetzt geht's dann von hier. Möchten Sie mit? Meine Damen, oder laufen Sie einfach so? Möchten Sie mit? Nö. Zu spät. So, sehr Fahrgäste, wir verlassen jetzt den Innenstadtbereich und bewegen uns, wenn ich jetzt wüsste, welche Himmelsrichtung das ist. Man kann mal ganz kurz schauen. So. Guck mal, hier sieht man auch mal den Kollegen im Hintergrund. So, da stehen sie alle und warten. So. Sie möchte immer noch nicht mit? Okay, das beruhigt mich. So, da ist er, der Gute. Ach ja, es ist schon mal wieder ein schöner Bus. Da kann man schon mal wieder fahren. So, ich wollte nach der Himmelsrichtung schauen. Wo ist denn gerade die Sonne?
Da ist die Sonne. Wie viel Uhr ist? Kann irgendwie nachmittags, gell? Ja, könnte man sich jetzt natürlich ausrechnen. Das ist hier ungefähr Westen. Ja, gut. Dann ist ja die grobe Richtung Westen gar nicht mal so falsch. Nordwesten ungefähr. Ja. Passt einigermaßen. Ja, der Kollege, der schiebt mich. Er kann es gerne vorbeifahren. Menschenskinner, ey. Der hat es heute aber auch eilig. Ich weiß, ich muss auch den Leuten was erklären und was zeigen hier. Und Junge, dann fahr auch vorbei. Was, ich fahre eh quasi erstmal prinzipiell die gleiche Strecke ab wie er, von daher ist das relativ egal. So, Jürgensberg Waldhof. Genau, der fährt ein bisschen weiter als wir. Was eigentlich mehr Sinn machen würde, dass wir quasi vorwegfahren, aber wenn wir erklären den Leuten auch noch was Tolles. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt hier mit Standardfahrschein nutzbar ist. Ich habe jetzt mal den Fahrscheinverkauf ausgeschaltet, weil, ja, was ist hier für eine Stadtrundfahrt? Noch ein Einzelticket bitte. Ah, ich glaube nicht. Das passt nicht so gut. So, wer möchte mit mir mit? Wer möchte mit dir mit? Wir möchten alle mit dem mit. Das finde ich traurig. Keiner mit mir fahren. So, fast schwer alle ausgestiegen hier. Kann ja nicht sein. So. Abfahrt. Falls ich die Linie nicht finde, müsste ich, glaube ich, tatsächlich einfach Bus ihm folgen. So. Das war jetzt irgendwie Oberstadt. Ach, Hohe Garten, genau. Preußenstraße ist der nächste Halt. Wenn auch wahrscheinlich allzu bald. Und vielleicht ist der nächste Halt auch erstmal diese formidabulöse Ampel da vorne. Das kann natürlich auch sein. Ich muss es aber sagen, ich habe mir die Linie schon mal angeschaut. Prinzipiell eine coole Idee, eine Stadtrundfahrt zu machen. Nur irgendwie hätte ich die so ein bisschen um den. Haben wir denn eine Haltebremse und Tür von. Nein, haben wir nicht. Nur ich hätte die irgendwie so ein bisschen um den Innenstadtbereich rumgemacht. Also gibt ja dann diese, was ist das, Fußgängerzone, Altstadt, was auch immer da ist. Und wenn wir diesen gekopfsteinpflasterten Bereich. Und ich hätte das irgendwie so darum gemacht. Da gibt es auch noch ein paar andere Bereiche. Da kommt man ja irgendwie. Post heißt das, glaube ich. Ich kann einfach mal den Liniennetzplan schauen, ne? Da hätte ich vielleicht vorher machen sollen. So, Rheinhausen. So, Rheinhausen, Liniennetzplantag, genau. Hätte ich nämlich theoretisch, wenn man sich mal so anschaut, gibt es da so um den Hauptbahnhof rum, kann man so ein bisschen halt machen, so Domshof Rathaus, da waren wir jetzt, da Fabianshof Hoher Garten, genau, das ist so grob Richtung Westen auf der Karte. Aber da kann man dann noch so ein kleines Ding drum machen, dass man irgendwie so noch Richtung Theaterplatz fährt, Hauptpost, genau, dass man so den Bereich noch ein bisschen ab. Frühstücken, das quasi so ein bisschen als Innenstadt-Rundlinie gestaltet. So hätte ich es jetzt irgendwie. Ich weiß nicht. Ja, okay. Preußenstraße, Bertramdamm. Hm. Ist das jetzt das touristische Ziel? Ich vermute mal eher nicht, aber wird schon irgendwie seinen tieferen Sinn haben. Ich sneak mich da mal vor. Ja, ist aber knapp, ne? Dankeschön. Also so hätte ich das irgendwie so ein bisschen. Hauptbahnhof. Gut, dann kommt auch nicht mehr so viel. Kommt man denn da oben rum? Ja, würde man auch rumkommen. Okay, also gibt vielleicht auch andere Routen, aber wir haben jetzt mal heute. Wir machen das heute mal so. Man kann auch in der Richtung Süden noch ganz cool was machen. Also, ihr könnt euch die jetzt immer mal ganz kurz anschauen. Kommt er in Richtung Süden mit der 2535 bis Heidelberger Weg, dann kommt man da so ein bisschen hoch, kann er vielleicht noch, genau, Universität abfrühstücken. Wäre vielleicht noch so eine Sache, das sind so irgendwie die Sachen, wo ich mir denke, ja, vielleicht ganz interessant. Und nach rechts sind es nicht mehr unbedingt. Gymnasium brauchen wir eigentlich auch nicht, Oberfeld brauchen wir eigentlich auch nicht hin. Ja, Stadtwerke, okay. Ja, so in der Art, ne? Und vielleicht so zum Ufer oder sowas. Uferpromenade oder sowas in der Art. Das wäre vielleicht auch noch ganz interessant für die Menschen. So, ich mach aber dann schon wieder anhalten. Okay. Dann dürfen es die Leute überall aussteigen, wo sie wollen. Das heißt, die nehmen jetzt uns halt echt auch teilweise wahrscheinlich als Linienbus. Joa. Kann man durchaus mal machen. So, Kollege, bist du? Dankeschön. Guck mal, jetzt können wir hier wunderschön auf Wagen 901 schauen. Das ist. Ich war schon immer das Ziel sämtlicher Fahrgäste in Omsi, dass man einfach mal auf diesen KI-Kollegen blickt. Einfach auch herunterblicken. Ne? Das macht auch gleich was aus einem, wenn man im Doppeldecker oben sitzt.
Wer weiß, einfach dieses Runterschauen auf andere, das fügt sich dann auch bestimmt so ein bisschen in die Persönlichkeit ein. Da kann ich mir nicht anders vorstellen. Ja, genau deswegen machen Leute, glaube ich, Stadtrundfahrten. Um auf den Pöbel herabzuschauen, genau. So in der Art. So, guck mal, haben wir. Ah, wenn er da vorbeigekommen wäre, hätte man wunderschön mit dem Retarder fast bis zum Ampel bremsen können, schwör. Aber dann stehen wir halt ein bisschen hier. Ja, aber ist schon bestimmt ein super Angebot, dass wir in der Stadt rundfahren, ne? Guck mal, wir haben sogar theoretisch hier den Kassettenspieler. Das heißt, man könnte damit im Prinzip sogar diese tollen automatisierten Stadtrundfahrtsansagen abspielen. Es gibt ja in vielen Städten auch schon so ein bisschen modernere Systeme, wo man dann einfach mit einem, weiß nicht, mit irgendeinem, wir kriegst ein extra Gerät und du hast in der Wand solche Dinger, wo du deinen Klinkenstecker reinstecken kannst. Und da kannst du das Ganze dann in verschiedenen Sprachen noch irgendwie hören. Was ich aber, muss ich ehrlich gestehen, persönlich am coolsten finde, ich glaube, ich habe ein einziges Mal eine Stadtrundfahrt mitgemacht. Und das war in Berlin. Und da gab es dann tatsächlich, sah aber erst so ein bisschen nach einer privaten Gesellschaft aus. Die sind teilweise mit irgendwelchen Reisebussen gefahren, also nicht diese ganz typischen, verdeckfreien, ne, Dingsbusse, sondern irgendwelche alten, ausrangierten Doppeldeckerbusse oder Hochflurer. Reisebusse und da stand da tatsächlich immer vorne jemand drin und hat was erzählt und das waren auch tatsächlich mehrere verschiedene Leute. Das heißt, je nachdem, wenn du ausgestiegen bist und auf den nächsten gewartet hast, da war da jemand anders drin und die haben quasi das, dem Ganzen immer so ein bisschen persönlichen Touch gegeben. Das heißt, das war nicht immer diese gleiche Stimme vom Band, nicht immer so, ja und zur Rechten sehen sie den Bundestag hier trifft sich, bla bla bla. Nee, dem hat also noch so ein bisschen so einen persönlichen Touch mitgegeben. Das fand ich tatsächlich ganz cool. Also ist schon Jahre her. Aber fand ich damals echt ganz cool, weil je nachdem, wer da quasi moderiert hat, sag ich mal, hat er so ein bisschen seine eigene persönliche Story reingebracht. Allerdings stelle ich mir das auch so ein bisschen zäh vor. Du musst quasi jeden Tag achtmal irgendwie das Gleiche erzählen und das mit der gleichen Begeisterung. Ja, ist jetzt vielleicht nicht für jeden was, aber ich finde so als Fahrgast hat das tatsächlich echt was hergemacht. So, ich ziehe mal mit ganz nach vorne. So, Wunderbärchen. Aber die sagen, einmal raus mit euch, die City-Tour ist durch. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Wir sehen uns dann einfach. Okay, Umsteigemöglichkeit zur Stadtbahn auf jeden Fall. Wir sehen uns dann, denke ich mal, in einer der nächsten Folgen wieder. Macht's gut. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ach komm, kann ich nicht sogar. Aber fahren wir bis hierhin vor. So, guck mal, da kommt da angefahren hier der Kollege. So. Meine Dude, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.